Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Attila auf sehr schwer mit den Vandalen. Wir haben letzte Mal eine schöne Schlacht gehabt gegen die dämlichen Ostgoten, die erstmal zwei Armeen an uns verheizt haben. Fand ich gut. Konnte man sich nicht beschweren. Ich glaube... Scheiße, das bringt einfach so viel hier unten rechts. Schrecklich. So, wenigstens können wir jetzt mal hier endlich die nächste Brunnenanlage bauen. Dann kriegen wir auch mal das Problem der Sauberkeit hier weg. Beziehungsweise, dass hier alle verarmt sind. Das andere, was wir machen könnten, ist, dass wir unsere Handelshäfen vor allem hier unten im Bereich ausbauen. Das Geld wächst und wächst, finde ich super. Mal ein bisschen hochziehen nochmal. Plus 9 hat er hier. Hier haben wir einmal Militärpiers. Da muss ich auch sagen, wo brauchen wir noch eine Flotte? Können wir auch umwandeln. So, die drei werden auch schon umgewandelt. In Gades haben wir auch umgewandelt. Wie sieht es hier oben aus? Osipi. Und am Ende fehlt mir Nahrung plötzlich wieder. Aber dann kann ich eher hier in den Provinzen irgendwo was bauen. Plus 0, plus minus 0. Damit kann ich leben. So, hier oben sind die Kirchen am Bauen. Dadurch soll es ein bisschen wieder ein bisschen mehr stabilisieren. Hier haben wir unsere Königsarmee. Die soll weiter in die Richtung der Ostgoten gehen. So, das können wir auch noch bauen. Schauen wir mal eben, wir ziehen ja hier unten auch gerade ein paar Truppen hoch. Lassen wir den mal angreifen. Hier sind jetzt die Schwerter fertig. Ich lass mal Armbrustschützen lieber generieren hier vorne. Ja, den Fischereiplatz hier behalten wir. Werden wir hier die Hauptstadt noch mit ausbauen. So, der Streiter kann da runter. Nehmen wir hier mehr Kavallerie mit rein. Und das waren unsere Schiffe. Oh, für den haben wir sogar noch Platz zum Rekrutieren. Aber wir werden mal eben hier die Armee noch angreifen. Das sind nämlich die, die uns letzte Runde angegriffen haben. Jedenfalls der Rest davon. Den können wir eben noch zerfetzen. Oder? Bin ich doof. Doch, es sind die, die uns angegriffen haben. Dann kriegen wir wenigstens noch ein schönes Upgrade für den General. Da oben war die andere Truppe. Die kann ich aber mit denen hier oben ausschalten. Ach, der Schwein flieht übers Wasser. Da muss ich den mit denen hier abpacken. Sehr schön, damit ist der General auch weg. Und wir haben hier auch ein Armee-Level-Up bekommen.
auslegen. Hm. Das reicht so nicht. Okay, da ist auch nur der. Moment, wie sieht das aus hier? Minus 1, okay. Werde ich nächste Runde reinigen. Beziehungsweise werde ich da die Brunnenanlage und so weiter upgraden. Wir verdienen ja aktuell mehr als genug. Also warum nicht? Lieber Freund, wie wär's denn mal, wenn du die einfach aufhalten würdest hier? Toll. Wieder schön die Beulenpest hier verbreitet. Das war hier oben. Die haben jetzt schon plus 12. Militärpräsenz hilft plus 14. Jetzt komme ich hier leider keinen Schritt mehr höher. Plus 10% aus Industriegebäuden. Unterhaltskosten. 32.000 möchte ich gerade nicht ausgeben. Krieger! Ja! So, ich habe ihn fast. Bereit zum Kampf. Noch ein ganz kleines Stückchen. Ich bin das im Dunkeln. Ich kenne nichts. Oh, kritischer Erfolg. Nochmal Vorräte ruinieren. Ist ja jetzt leider gescheitert. Unser Streiter kann die auch nochmal ärgern. So, das ist hier der Umsturz. Trick. Einschüchtern. Plündern. Aber es Einheiten angreifen, das, was ich gesucht habe. Ich sehne mich nach einem Kampf. So, du gehst da drüben in die Stadt rein. Du kannst dir noch viermal vandalische Reiter mit dran setzen. Da haben wir eine Armee auf Schiffen, oder? Dann belagern wir erstmal nur. Genau. Niemand soll durchkommen. Baut erstmal die Blockade auf. Die Armee bräuchte auch nochmal ein paar Reiter. So, was wollte ich machen? Ich wollte hier an der Insel die Hauptstadt weiter ausbauen. Dazu wollten wir hier Kanäle ausrüsten. Weil die Verarmung dann hier, beziehungsweise der Dreck weggeschwemmt wird. Na, das sind hier die soeben, ne? Ja. Das war der Juwelier, den haben wir auch gebaut. So, das haben wir geschafft. Ja, Sklavenmarkt und all so ein Kack errichten, wirklich. Ja, aber Sizilien sollten wir dann noch halten, dann hätten wir das geschafft. Vor allem, boah, was für ein Kack, ne? König Kaserne, Waffenschmied produzieren,
20 militärische Technologien erforschen. Und das ist auch. Bau mal einfach alles. So. Sei tiefer Frieden mit euch. Genau, zieh mal über die Grenze. Ich verharre und psalmodiere. Bei denen geht zwar gut hier, aber hier ist halt nur 59% unserer nationalen Religion. So, und der geht nämlich dann nach rechts rüber. Ach, der wollte eigentlich dahin. Ist auch egal. Angriff! Wir spielen das Gefecht einfach mal. Obwohl es hier wirklich... Also ich denke mal, es wird sehr interessant, vor allem mit der Garnisonsflotte. Also Garnisonsflotte und die Gefährten hier. Da wird uns schon was entgegenkommen. Von wo kommt dann unsere Unterstützungsflotte? Die Geister der Meere. Aber bei Nebel greife ich nicht an, das brauche ich nicht. Genau, schön beim Trockenen angreifen. Bum, 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 bum. Ich würde glatt von hier kommen. Und dann beißen wir uns selbst fest in der Mitte. Also das wäre so mein Plan. Da ist unser General, alles gut. Dann können wir auch das Gefecht starten. So, der kann direkt anfangen, die kaputt zu machen. Das sah schon sehr gut aus. Komm, los, los, los. Der Feind greift aus dem Hinterhalt an! Boah, das macht mich fertig gerade schon. Vor allem das macht mich fertig, dass der da aus... ...dem dämlichen Ding rausgegangen ist. So, genau. Der macht mich gerade echt einfach nur fertig mit seinem Scheiß hier. Kampf
Feind zielt auf unseren General ab. Beschützt ihn! Anders wird kämpfen! Vorwärts! Elite Bogenschützen! Bewegung! Ihr General ist gefallen! Unser Sieg rückt immer näher! Möglich. Elite Bogenschützen! Anders wird kämpfen! So, alles die Männer gut. Haben ihre Waffen niedergeworfen und fliehen. Die Schiebe machen auf euren Befehl. Genau, geht ruhig an die ran. Eines unserer Schiffe hat keine Munition mehr. Scheiße, der Sandwich da und meine Truppen. Da muss der General mal von hinten kommen und helfen. Moment, wir brauchen mal alle die hier. Die müssen mal hier an Land gehen. Unsere Männer haben aufgegeben und rennen nun um ihr Leben. Genau. Na komm, du dämlicher General. Genau, bleibt mal eben standhaft. Komm, tötet den letzten da. Der feindliche Turm wurde zerstört. Danke. Komm, Angriff, 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 hoch da. So, die können ruhig abhauen. Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Schnell, gib Gas. Und der General muss da raus. Der feindliche Turm ist nur noch ein Haufen Schutt. Wir haben keine Angst. Ja. Toll, unser General ist gefallen. Und warum? Keine Ahnung. Weil der hier hinten irgendwo rumrennt. Einer Einheit ist die Munition ausgegangen und sie kann nicht mehr schießen. Vor allem effizient sind alle schon vor dem Tod. Das ist fuck off, ey. So eine Scheiße. Krieger. Egal, wird schon okay sein. Erstmal. So, sieht aus, wenn er hier eine Kaserne wieder hat. Ja, er hat hier eine Kaserne. Direkt nebenan ist die Hauptprovinz.
die Hauptstadt. So, der wird nachher auch irgendwann fertig sein. Die Wetterbedingungen interessieren keinen Schwanz. Aktivitäten gegen die Armeen, Tode, gestorben, Juwelen behangen, Siedlung eingenommen. Naja, immerhin. Ja, mich so. Wisst ihr, was eigentlich auch noch so eine Sache wäre, die bestimmt irgendwann in Total War reinkommt? Dass du, wenn du eine Siedlung eroberst, eine Karte ziehst, wodurch du spezielle Fähigkeiten kriegst, oder beziehungsweise was einsetzen kannst. Das wäre eigentlich so ein bisschen wie bei Risiko. Erobere Ländereien, kriege dafür Karten und dann tausche die gegen Truppen ein. Was mit der einen Armee passiert. So, sehr viele Handelpiers, Bau abgeschlossen. Irgendwie sehe ich das jetzt gerade aber nicht bei meinem Einkommen. Ist ja schon wieder so weit weg von mir. So, der ist aufgestellt, der kann weiterziehen. Damit wir die Armee da oben auflösen können. So, nächstes Oratorium. Die Brunnenanlage weiter ausbauen. Riesen sei der Vater! Wie kann ich euch helfen? Seid ihr bereit, dem Stamm eurer Tiers zu leisten? Ja. So, da. Ja, okay, wir behalten hier mal den Fischereiplatz. Und reparieren den hier. Die Armee ist eigentlich fit. Die kann man versuchen, die Hauptstadt einzunehmen. Vor allem ihre Höhlen. So, belagern wir auch direkt den nächsten Hafen. Niemand soll durchkommen. Weil meine Soldaten haben ja insgesamt eigentlich einen guten... guten Job gemacht. So viel dazu. Habe ich letzte Runde vergessen, die Armee weiter auszubauen? Ich glaube schon. Ist aber schon okay. Als im Kampf zu sterben. Kommt, Männer, kämpft für uns. Wir brauchen gute Kämpfer. Dann noch drei Onager und jetzt viermal Reiter. Nehmen wir die noch mit rein. Da hat er für die nächsten vier Runden was zum Bauen. Na, zeig mal. Nehmen wir den auch mit. Leider keine Belagerungsgeräte dabei. Da kriege ich die Krise. Greif mal eine Stadt an. Was haben wir? 1000 gegen 1650 und ist hier so gerade relativ gut.
Aber ich denke mal, die KI berechnet das gerade wirklich vernünftig. Weil man muss ja die Türme mit einbeziehen. Ich erwarte weitere Befehle. So, die beiden Sachen. Dann eine Tradition mitnehmen für die Truppe. Ein Soldaten verloren, werden wir nächste Runde nachrekrutieren. Und ja, das war's dann eigentlich schon wieder für dieses Mal bei Total War Attila. Auf sehr schwer mit dem Vandalenreich. Langsam fallen auch die Ostgoten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Doc.